So, stelle einen Brustschutz her, das machen wir jetzt direkt. Fahnenkreuz mit ehrweiches Leder zu finden. Ja, und das zu verfolgen. Okay. Ah ja, das sieht man dann jetzt. Weiß nicht, was der Vogel bringt. Nicht. Mehr Tiere. Ach, da hat ihn gejagt. Das ist aber netter Piepmatz. Jo, gleich zwei. Ist noch eins. Das wird reichen. Dank Nate, Göttin der Jagd. Okay, so. Ausrüstung. Sonne und Mond. Feuerwiderstand, Fernkampfwiderstand. Fernkampf ist immer gut. Nahkampfwiderstand. Schlangenschild. Mit dem Schlangenschild, dann haben wir hier noch schöne Sachen. Adrenalin beim Töten, kritische Trefferwirkung, okay, und Vergiftung bei Treffer. Dann haben wir noch einen Bogen. Distanzmultiplier. Okay. Okay, das kann man so lassen. Das wird perfekt passen. Haben wir ja nur noch die Quest. Zeigte ungefähr ein Aufenthalt sein. Es zieht ein reiches Gebiet. Ja, okay. Eine Quest findest, dann such nach Ausrufezeichen.
Fragezeichen. Ein Weber. Stelle. Das Eisenschmieden. Tisch mit Informationen. Okay, mit dem können wir jetzt auch Feinde markieren. Das ist auch das Ziel. Sache. Ich weiß was nicht, ob wir uns da jetzt direkt reinwagen sollten. Ach komm, wir probieren es. Okay. Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Hey, das war's. Stirb! Bit!
bitte, lasst mich frei. Meine Familie braucht mich. Bayek, bist du das? Hol mich heraus. Sie haben 4 andere Priester geschnappt. Ich hoffe, sie sind noch am Leben. Versteckt euch hier. Geht erst, wenn ihr sicher seid, dass niemand in der Nähe ist. Du kannst nicht fliehen! Was? Ich brenn dich um! Hey, was? Da bist du ja! Du bist kein schöner Anblick. Hey, schütz den Neff! Friss das, du Ratte! Nachrichten! Ich will deine Probleme im Handumdrehen! Die waren doch ein bisschen zu schwer. Da!
findet mehr Priester. Hey, da bist du ja. Ha, da. Der Einwohner, die regelmäßig den Tempel besuchen. Ich will sie alle befragen. Natürlich. Halt dich auf! Wertlos! Das kannst du! Oh, das gibt's nicht. Die sind einfach zu stark. Also, erstmal Nebenquest. Bayek, der Medjay? Bayek, du bist zurück! Hallo, Toma! Seht, was aus jenen wird, die mit Dunamun, dem Priester des Pharao, nicht gehorchen! Also leistet seinen großherzigen Befehlen Folge! Achem, Meonobi. Ihr verdankt alles, was ihr habt! Eure Hüfe, eure Güter, eure Kinder, ja sogar euer Leben, seiner Hoheit Ptolemaios, dem Herrscher kann man Sachen kaufen. Aher Heru? Hanecheru! Yanomi! Bayek! Unser Medjay! Du bist zurück! Was ist mit deiner Schmiede geschehen? Diese verdammten Soldaten! Ptolemäus Hauptmann sah, wie ich ein Schwert hergestellt habe und warf mir vor, ein Rebell zu sein! Er lag nicht falsch. Sie haben meine Werkzeuge beschlagnahmt. Ach, Bastarde. Ganz Siva braucht einen Schmied. Sogar ich. Ich kann dir nicht helfen, Bayek. Nicht bevor ich Hammer und Zange zurückhabe. Und ich muss mir diesen hässlichen Esel von Hauptmann vom Hals schaffen. Ist dieser Hauptmann irgendwo, wo ich ihn finden kann? Am Fuße der Berge westlich von hier. Im Chitche-Lager. Ich hole diese Werkzeuge zurück und kümmere mich um den Hauptmann. Benipir sagte, die Werkzeuge sind im Chitche-Lager. Und der Hauptmann, der dahinter steckt, ist auch im Chitche-Lager. Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Mein alter Medjay-Posten. Ich werde mit Senno darauf gehen. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Hm.
Was? Benipis Werkzeuge. Okay, die Werkzeuge haben wir schon mal. Jetzt haben wir uns noch den Hauptmann. Jemand nach seiner letzten Lebenserfahrung. An uns kommt keiner vorbei. Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Das ist für meinen Freund. Das ist alles. Benipir wird sich freuen, das zu hören. Zurück. Jeren! Du hier nicht! Geh! Schnell! Bayek, wie ist das gelaufen? Hier ist dein Werkzeug. Dieser Hauptmann taucht hier nicht mehr auf. Endlich kann ich meinen Laden wieder öffnen. Ich danke dir. Gern geschehen. Diese Waffen hier hatte ich vor den Soldaten versteckt. Bitte, such dir doch eine aus. Mach schon, nimm eine. Sie sind alle gleich viel wert. Okay. Was haben wir denn hier untersuchen? Dieser Bogen hat eine besondere Sehne. Du kannst schneller schießen, aber die Pfeile dringen nicht so tief ein. Dieser Speer ist scharf und lang. Du kannst Abstand halten und deine Feinde trotzdem verletzen. Klingt gut. Nicht sehr groß, aber dieser Streitkolben zertrümmert wie kein zweiter Schädel. Der Schild besteht aus Bronze und Leder. Schützt dich gut. Einige Waffen prallen sogar davon ab. Dieser Speer. Vielen Dank, mein Freund.
Komm gern jederzeit wieder, Bayek. Nick Ennis, Sejeriet. Bayek, brauchst du irgendwas? Grüß Hepzifer von mir. Verkaufen. Okay. Leb wohl, mein Freund. Bald nächstmals. Semu. Fangen wir im Tempel und leid's nächstes.